Also bist du nicht auf irgendwelchen Communities sowas? Nö. War ich Ach aber auch so, noch nie Holz. großartig. Holz, 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 das war's, was ich suchen wollte. Oha. Ich habe einen Zuschauer und einen Follower. Sei gegrüßt, Eispanther. Eispanther 8, willkommen in der Community. Wir spielen Minecraft. Wie unschwer zu erkennen. Ich baue hier mal ein Schwarzeiche hin. Echt eine Schwarzeiche? Ich bräuchte Fichte. Das ist, glaube Ja. ich, Fichtenholz. Wo kriege ich Fichten her? Aus dem Fichtenwald. Gut, dass ich nicht Buche gesagt habe. So, was haben wir hier? Ist das Tropenholz oder Schwarzeichenstamm? Ist das Schwarzeiche, was hier? Kann ja sein. Könnte passen, theoretisch. Es haut hin. Ist Schwarzeiche. Holz mal den Baum ab. Na, tu das. Hey Digga, mach mal den LGBTQIA Plus weg. Der gehört sich nicht. Was? Habe ich gerade einen Kommentar im Chat. Okay, sorry, ich muss mal gerade. Wie blockiert man auf Twitch? Wie Habe sperrt keinen man blassen den? Schimmer. Gehört sich Sorry. nicht. Blockiert. Jetzt krieg ich dich im Chat Mann, ne irgendwie. Pfeife. Ja, auch wenn du jetzt nicht bös gemeint und Spaß hinschreibst. Sorry. Krieg ich dich irgendwie. Ich habe gerade keine Moderatorin da. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht, dass ich den Account einfach mal geblockt habe. Timeout. 10 Minuten Timeout. Dann kann man die Blockierung wieder aufheben. Ja, der hat jetzt erstmal einen kleinen Timeout. Und gesperrt. Okay, das wollte ich nicht, aber ist auch gut. Sorry, aber. Da musst du dich nicht entschuldigen, ganz ehrlich. Für den Kommentar. Das ist kein Spaß. Und wenn du noch zuschaut, das ist ja, es ist, ich verstehe schon Humor, ich verstehe schon. Verstehe schon Spaß, aber es gibt manche Themen, worüber man über sich, da macht man über solche abfälligen Kommentare nicht, auch wenn es
ist. Auch wenn es lustig gemeint war, das ist einfach. Vor allem gegenüber Personen, die es sind. Also ist halt ein bisschen. Ich kann's verkraften, aber es ist halt. Stell mir vor, da ist jetzt jemand, wer jetzt. Stell mir vor, es wäre jetzt jemand im Chat gewesen, der ein bisschen Problem noch damit hat, der ein bisschen Problem mit seiner Identität hat und da ein bisschen noch zweifelt und so, da ein bisschen sich dann dadurch angegriffen werden, fühlen würde. Es ist dann, ja. Da gehört sich der Kommentar nicht. Das gehört sich nicht. Ganz genau so. Müsste Sepp noch irgendwann mal die Herrschaft. Dann haben wir hier, da haben wir gleich auch noch hier einen den Seppi, der ist non-binary. Dann haben wir noch ein zweites LGBTQ Menschen. Ich zähle hier im Endeffekt auch als non-binary. Ja, du auch. Modi ist auch, Modi ist gerade nicht da, aber das ist halt. Mir ist halt Geschlecht scheißegal, besonders meins. Ja, mir auch. Aber ich bin rein körperlich ein Mann, aber es ist halt. Also mir das Geschlecht ist mir, naja, ich weiß, also mir ist halt irgendwie egal, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich non-binary bin oder sowas. Wird es halt irgendwie. Also ich bin schon offensichtlich ein Mann und das ist ein bisschen mehr, ist auch okay für mich so, aber es ist halt. Ja. Ich bin Gender-Schnuppe. Gender-banal, sag ich immer. Ist Pronomen sind mir auch egal, kannst du mich. Er, sie, es. He, she, it, sonst was. They oder sowas, such dir was aus. Wie es dir am besten ist mir. Für mich nicht beleidigt. Im Deutschen gibt's ja eh nichts vernünftiges Pronomen technisch. Er, sie, es gibt's. Natürlich. Ja, und S ist schon irgendwie scheiße für Personen. Ja, schon gibt's irgendwie. Gibt's da manche, die wollen das, aber ich nicht. Ich meine, bei mir ist jetzt auch relativ, ist jetzt nicht das Problem, weil ich meine, das erkennst du ja, dass, also das ist halt irgendwie, dass du mich versehen, die sie nennst, das, die Mädchen nah, Mädchen links, das ist halt ein bisschen der bärtige Typ, der, oh, was zum Hängen? Wie schnell ist das Holz nach in der Baum nachgewachsen? Okay. 3, 4, 5. Und die Fackel weg. Ich war mal. Hoffe, ich kann mal erzählen. Ich werde jetzt den Namen des Streamers nicht nennen. Ich war mal im Pride Month, also im Juni war ich mal bei dem Streamer. Im Chat habe ich den neu entdeckt, habe ich den vorgeschlagen bekommen auf Twitch. Bin ich dann reingegangen und habe das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dieses auf Twitter gibt, nicht auf Twitter, sondern auf Twitch gibt es ja dieses Herzchen hier, dieses Herzchen mit dem. Gibt es verschiedene von hier, diese mit den Flaggen drin, dieses hier, die. Okay. Vielleicht dieses Asexual. Im Endeffekt so fröhlich wechselndes Ding, oder? Nee, dieses Asexual Pride Ding, und diese Herzhand, die in der Asexual Pride. Ja? Ich hab's gerade im Chat gepostet. Das habe ich dort einfach in den Chat bei ihm gepostet. Bei mir fliegen sie gerade über den Bildschirm. Ja. Das habe ich bei dem in den Chat gepostet und auf einmal und dann
habe ich sofort ein Timeout gekriegt, habe ich sofort, wurde ich sofort, hieß es sofort, hör auf damit, lass das sein, das ist, wir wollen das Thema Sexualität hier nicht behandeln, das ist, wir wollen hier Videospiele und wir wollen hier kinderfreundliche Sachen behandeln und es ist jetzt hier ganz schlimm, wenn du das hier erwähnst und das dann, weil ich dann auch auf dem Discord-Server von denen war, habe ich dann auch noch mit denen ein bisschen diskutiert, habe ich dann gesagt, also tickt dann noch ganz sauber jetzt hier. Das Thema ist jetzt nicht mehr. Da wurde mir gesagt, das ist jetzt einfach nicht mehr. Wurde ich geblockt, weil ich. Nur wegen des Emotes. Ist dann. Ja. Wow. Ja. Sympathisch. Da bin ich dann auch relativ schnell von. Bin ich auch ganz schnell vom Discord runter. Und da habe ich dann gesagt, nee, sorry, aber Leute, ohne mich. Nicht, wenn über solche Themen nicht geredet werden darf. Und da weiß ich auch nicht mehr. Da bin ich auch ratlos. Wenn das für euch ein Timeout-Grund ist. Also ich hab auch nichts gegen Witze, also wenn mal jemand auch gegen schwarzen Humor, wenn bei mir im Chat jemand meinen schwarzen Humor-Joke macht, ja, kein Problem. Das muss dann auch lustig sein. Ja gut, lustig ist ja auch wieder relativ, aber naja. Hier muss noch... Auf geht's. Ich entsperre den Dude auch nachher, wenn das ist halt, einfach habe ich jetzt einfach nur, würde eigentlich nur alle Timeouten. Damit der nächste Mal, damit er eine zweite Chance kriegt, damit er nochmal schreiben kann. Im Internet gibt's keine zweiten Chancen. Jedenfalls handle ich so damit. Es war ja jetzt noch nicht. Es war jetzt keine Beleidigung. Das ist ja. War jetzt nur ein blöder Witz. Trotzdem. Was ist dann. Ja. Mach auch nicht den Hitlergruß und sag dann, war doch nur Spaß. Ja. Mach was wie bei YouTube, 3 Strikes und du bist raus. Nö, so mach ich nicht. Aber ist dein Channel, von daher. Eins, zwei. Das sind 5, 1, 2. Nachher auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Sport machen wieder. Was? Sport? Ja. Ab und zu muss das auch mal sein. Naja, Sport ist Mord. Kein Sport ist aber auch Mord. Stimmt leider alles auch. Alles ist Mord. Ich bin dafür. Bin zu voll für Sport. Habe ich aus dem Mittwoch. Ich will weiter abnehmen und ein bisschen mehr Muskelmasse zulegen. Und das geht nun mal nur mit Sport. Mittwoch wieder in der Schule. Ja gut, in der Ausbildung ist das ja auch nur erstes Lehrjahr und dann hört's wieder auf. Nö, bei uns nicht. Bei uns war es nach dem ersten Lehrjahr weg mit Sport. Soweit ich weiß nicht. Bei uns. Wir haben das Angebot. Also wir haben im Betrieb so ein bisschen, was wir machen können. Ein bisschen Sport. Nicht Betätigung. Da war so Laufband und
Fahrrad und so. Das ist ein Fitnessbereich. Ja gut, so ein Trainingsrad habe ich hier stehen und ansonsten ein Haufen Gewichte, mit denen ich mein VR-Spielen etwas verstärke in der Wirkung. Aha. Beat Saber wird doch sehr viel anstrengender, wenn man an jedem Arm nochmal 2 Kilo Gewichte hängen hat. Ja. Man kann es auch übertreiben. Ja, dann ist ja gut, dass ich es nicht übertreibe. Naja, das würde ich schon als übertreiben bezeichnen. Schon irgendwie. Ja, beleuchtet wäre mein Keller. Aha. Muss ich bloß mal wieder einen Weg bauen, wie man reinkommt. Das wäre nicht unpraktisch. Tja. So. Ich glaube, das müsste sein. Ups. Ich merke, ich habe aus Versehen etwas verursacht. Ah, was hast du verursacht? Ich habe vorhin in einem Wutanfall mit einem Befehl den Gravel entfernt und ich habe, glaube ich, den Radius falsch eingegeben. Okay. Was war nochmal Gravel? Kies. Sprich, es gibt jetzt doch sehr, sehr, sehr viele Bereiche in der Map, wo der gesamte Kies einfach weg ist. Auch unter Wasser okay. Und so Sachen. Bin jetzt gerade am etwas reparieren. Gibt jetzt keinen Kies mehr in dieser Welt. So weit habe ich es nicht ausgedehnt. Ich glaube, ich habe nur 50 Blöcke oder sowas von meinem Keller ausgemacht. Trotzdem Kies. Aber es ist trotzdem ein gutes Loch, was das überall hinterlassen hat. Dann fügst du mal wieder ein. Ja, das Problem ist, der Befehl liegt schon etwas länger zurück, also... Es sind jetzt halt sehr viel mehr Höhlen entstanden. Gibt's nicht einen Befehl, der sagt, füge Kies ein? Also wenn es ein... Ja, ich könnte manuell regenerieren, aber dafür müsste ich jede einzelne von diesen Höhlen anfliegen. Da kann ich sie genauso gut auch einfach mit Stein füllen. Aber wenn es einen Command gibt, der sagt, nimm alles Kies weg, dann muss doch auch einen Command geben, der sagt, füge alles Kies dazu. Ich kann sagen, fülle alles, wo Luft ist, mit Kies auf. Ja, dann wird's hier eng. Ja. Das System weiß, wenn ich ihm sage, da wo Kies ist, soll jetzt Luft sein, aber es weiß, ich kann ihm nicht sagen, da wo mal Kies war, soll jetzt wieder Kies sein. Und da der Befehl jetzt etwas zurückliegt, ist er schon nicht mehr im Speicher. Also kann ich ihn nicht rückgängig machen. Das ist schlecht. Naja. Es hinterlässt, glaube ich, keine großen Löcher hier irgendwo, außer dass halt ein paar mehr Höhlen da sind. Ja, eventuell wird es halt irgendwann knapp mit Kies, weil... Ja gut, es ist nur 50 Blöcke Reichweite, also geht's noch. Irgendwo hier oben ein Loch hinterlassen, mal kurz gucken. Wir haben ja noch nicht bemerkt, für irgendwas, was wir gebaut haben, brauchten wir sogar Kies. Unter der Kirche ist schon wieder Kies, sehe ich hier schon am Berg an der Seite. Na toll. Kirche auf Sand gebaut, beziehungsweise auf Kies. Sind nur einzelne Bereiche, so ganz normal halt. Ab und zu halt einen Kies-Junk.
Ja, verstehe. Und da kommt dann auch, da wird dann noch die Mauer runtergezogen. Verstehe. Eieieiei. Wer pingelt mich? Ah, Kat. Was pingelt dich? Wirst gepingelt? Ich kriege seltsame Videos geschickt. Aha. Solange es nicht die typischen Minion-Videos aus der Familiengruppe sind. Es ist ein sehr russisches, seltsames Video und ich bin verwirrt. Ein russisches Was zur Video. Hölle? Warum ist da jetzt eine Gans? Ach, die Gänse sind gut. Nächste Stufe. So. Okay, da kommt schon die Mauer ran. Und in die letzte Stufe kommt die Mauer rein. Insofern auch hier. Jetzt werfe ich jetzt mal meine Spitzhacke weg. Das. So. Das ist falsch rum. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Und was dann? Okay. So oder? Verstehe nicht, was ich da gebaut habe. Scheiß, habe ich gebaut. Ah ja. Mystery Dungeon. Guck mal, Mystery Dungeon ist ein gutes Spiel mit gutem Soundtrack. Mit sehr gutem Soundtrack. So, ich glaube, so muss das. Hier eine Treppe, hier eine Treppe. Okay. Von Nachbars macht jetzt irgendjemand ein Feuerwerk. Natürlich, warum auch nicht? Ist Feuerwerk bei mir.
Nee. Ich hoffe, man hört das nicht so. Die feiern halt gerade den Samstag. Den 4. September. Nee, einfach nur den Samstag an sich. Ja. Kann man ja mal feiern. Alles Gute zum Samstag, Zwergi. Ja. Dir auch. Habe ich schon 2048. Mal bei meinem Mitbewohner gemacht. Ich habe mal eine Bestellung doppelt bekommen. So ein Bitsatz. Und dann stand gerade mein Mitbewohner neben mir und ich drehe mich nur zu ihm um. Alles Gute zum Mittwoch und drücke ihm den Bitsatz in die Hand. Was ist ein Bitsatz? Die Dinger, die du vorne auf Schraubenzieher steckst. Aha. Hast du ihm was zum Mittwoch geschenkt? Ja. Es war ein wunderschöner Blick, den er mir dann zugeworfen hat. So komplette Verwirrung. Ja, ich denke, so muss das. Sieht richtig aus. Und das ist falsch. Okay, ich würde, glaube ich, gleich mal eine Pause machen. Da würde ich mir auch mal was zu trinken nochmal holen. Ein kleines Käffchen besorgen. Machen wir gleich. So. Das eine wollte ich eigentlich noch zu Ende kriegen. Okay, ich habe das Gefühl, hier muss noch was hin. Nee, mein Gefühl lag falsch. Hä? Ich verstehe nichts mehr. Was ist los? Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das gebaut habe hier. Hat manchmal so ein paar Logikprobleme bei mir. So, na dann mit dieser Aussicht würde ich sagen, ab in die Pause. Bis gleich.